Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meiner Miniaturensammlung in Guild Wars 2. Und jetzt haben wir eine Miniatur, die es zur Masse gibt. Mini-Sonnenspeer Trafest oder Trapez. Trafest oder Trapez? Trapez. Keine Ahnung. Der Grund ist relativ einfach. Man bekommt diese Miniatur aus einem Sonnenspeer-Erlösungswunsch als Möglichkeit. Das heißt also, es ist gegen Handelsverträge zu bekommen. Und in dieser Kiste können eben neben diesem Sonnenspeer auch noch diverse andere Minis sein. Die seht ihr hier schon der Reihe nach. Die werden dann auch noch alle drankommen. Und weil es diese Kiste halt relativ häufig gibt, sind die auch, ich guck mal, ob ich ihn direkt finde, ja, 35 Kupfer. Also der kostet sozusagen gar nichts. Ihn also nicht in der Sammlung zu haben, ist sozusagen schon fast verwerflich. Also selbst wenn man Path of Fire gar nicht hat, kann man ihn sich kaufen. Ne? Also ich meine, das ist ja überhaupt kein Problem. Ein Sonnenspeer, das Sonnenspeerabzeichen hier hängend. Ansonsten von der Rüstung her recht bunt, wie ich finde. Was ich sogar sehr befürworte. Und da ist er auch zu sehen. Ich finde, er sieht eigentlich wirklich sehr nett aus. Schöne Details, aber wie schon gesagt, eine Miniatur, die es wirklich in Masse gibt. Und von daher, also sie ist nicht selten, was aber ja nichts bedeuten muss. Also man kann ja auch Miniaturen schön finden, die nicht selten sind. Mir gefällt sie ganz gut. Ich würde sie trotzdem, glaube ich, nicht rausziehen. Aber das mag einen einzigen Grund haben. Ich finde ihn einen Ticken zu klein. Er dürfte einen kleinen Ticken größer sein. So. So. Kleinen Ticken. Aber ja, ansonsten, außerdem habe ich andere Minis, die ich einfach mehr mag. Aber ich will nicht ausschließen, dass ich ihn ab und zu mal raushole und nebenher laufen lasse. Bis dahin, euer Kubaner. Ciao.